Möglichkeiten, ja, ich komme darauf zu sprechen, alle Möglichkeiten weiter. Frau Esken, dass ich jetzt gerade mit den Zwischenrufen schon wieder anfange, nehme ich die Gelegenheit einfach mal wahr, Ihnen zu sagen. Frau Esken, Sie haben auf Ihrem Bundesparteitag der SPD in der letzten Woche es für richtig gehalten, zu sagen, CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Friedrich Merz platzt bei seiner Rede im Bundestag am 13. Dezember der Kragen. Als Saskia Esken mehrfach unterbricht, rastet der CDU-Politiker aus. Auslöser ist eine Äußerung Eskens zum Auftakt des SPD-Parteitags vergangene Woche. Dort hat der Esken CDU-Chef Friedrich Merz politischen Vandalismus vorgeworfen und gesagt, die Union mache mit der AfD Stimmung gegen die Ampel. Merz reagierte verärgert. Und wenn das dann noch der Beifall hier in dieser Fraktion ist, der das auslöst, wenn ich Sie zitiere, dann wissen wir ziemlich genau, auf was wir uns einzustellen haben in der Auseinandersetzung mit Ihrer Partei und Ihrer Fraktion. Sie unterschreiten hier jedes zulässige Maß an persönlicher Herabsetzung. Ich weise das hier mit größter Entschiedenheit zurück, was Sie da auf diesem Parteitag gemacht haben. Ich weise es mit größter Entschiedenheit zurück. Es gibt niemanden, der sich überbieten lässt in der Abgrenzung zu dieser Fraktion da wie wir. Und Sie wissen das. Und Sie kriegen die entsprechenden Kommentare in der Öffentlichkeit dafür, was Sie hier gemacht haben. Es ist ein Tiefpunkt in der politischen Kultur dieses Hauses, wenn es dazu auch noch Beifall aus Ihrer Fraktion gibt, wenn ich Sie zitiere mit dem, was Sie da auf Ihrem Parteitag gesagt haben. Es ist eine Unverschämtheit. Buhrufe, Zwischenrufe, Applaus. Es wird laut im Bundestag. Für seinen Ausbruch erntet Merz Beifall aus der eigenen Partei und Kopfschütteln aus der SPD-Fraktion. Erst langsam legt sich die Unruhe, als Merz ein neues Thema anspricht.